Juhu. Ey, wenn hier jetzt irgendeine Geisterscheiße passiert, bin ich wütend. Können wir nicht ran an die? Was ist das denn? Ugh. Was ist das? Der Benfield, geheime Safe-Anweisung, den Uhrenschlüssel einführen, Uhrzeit einstellen, Schlüssel drehen, Teezeit? Fragezeichen. Ah ja. Haben wir irgendwo eine Uhr gehabt? Weil wir haben auf jeden Fall schon einen Aufziehschlüssel. Okay, das ist alles, was wir finden sollten. Ah nee, hier geht's ja runter. Oh, in die Garage. Ah. Das ist interessant. Warum sieht das aus, als hätten jetzt schon wieder hier irgendwelche Atommüllsachen oder sowas? Als hätten sie, würden sie überall in der Scheiße stecken. Immer diese Bürgermeister und reichen Leute. Doch immer so. Dienstag, 21. September 1993. Heute habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich hatte einen Albtraum. Ich weiß zwar nicht mehr genau, worum es ging, aber er hat mich fertig gemacht. Ich sehe Scott jetzt die ganze Zeit, seitdem er angefangen hat, im Haus zu arbeiten. Er ist immer bei Trisha. Ich war mal der, der immer mit Trisha abgehangen hat. Freitag, 1. Oktober 1993. Mom sagt, sie fühlt sich immer besser. Es ist fast so, als hätte sie vergessen, dass sie Krebs hat. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Mr. Johnson ist ein toller Mensch, weil er uns so sehr hilft. Montag, 8. November 1993. Trisha hat heute mit mir gesprochen. Sie sagte, Scott ist momentan sehr beschäftigt und sie fühlt sich einsam. Bei mir würde sie sich niemals so fühlen. Ich kann ihr nicht sagen, aber ich kann es ihr nicht sagen, aber ich werde immer da sein, wenn sie mich braucht. Wir haben viel geredet. Ich wünsche, jeder Tag könnte wie heute sein. Montag, 14. Februar 1994. Heute kam Scott zu mir und fragte mich, ob ich etwas über Pater Kelvin weiß. Ich kenne ihn nur als den vorherigen Kirchenpastor, bevor Pater Matthew übernahm. Ich habe Scott gesagt, er soll Matthew danach fragen. Scott sagte nichts und ging. Scheinbar kommen sie nicht so gut miteinander zurecht. Aha. Kronkorken. Okay. Von vielen Flaschen, wie es scheint. Okay. Wo könnte das denn sein? Metallkreuz mit Eingravierung drauf. Gehörte Scott gefunden, dem Tischers Tagebuch. Dieser Geheimraum. Das hatte ja irgendwas mit einem Schrank zu tun. Ein großer Schrank. Haben wir auch irgendeinen Raum, der vielleicht keinen Sinn macht? Also hier, na, Terrasse, Hauptschlafzimmer. Wisst ihr, wo was eingezeichnet ist? Na, warte, hier gab es aber ja auch noch einen Raum. Aber der ist ja recht offensichtlich. Ich hasse diesen Gang. Sechsstellig. 1203 geht also nicht. Hier sind ja auch keine Anhaltspunkte zu dem Code, ne? Woher der sein könnte. Oder in irgendeinem Bild oder so. CR. Charles Roberts. Aber auch keine Zahlen oder sowas drauf. Keine Zahlen in den Bildern versteckt. Das Bild sagt auch nichts aus.
Wo wäre denn noch Platz für einen Geheimgang? Das Arbeitszimmer ist auch ziemlich sass, oder? Ja. In diesem Weinzimmer waren wir auch noch nicht, aber ob das wichtig ist, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das ist jetzt hier die Bibliothek. Hier kann ich ja nicht. Hier haben wir aber auch nicht so einen Schrank. Und hier? Hier theoretisch könnte eben was sein. Aber hier war ich doch eh schon so verwirrt, weil hier innen drin diese Dinger sind, ne? Das hatte mich ja damals schon so voll verwirrt. Aber hier ist auch nicht zum... Keine Aussparung. Aber hier fehlt ein Buch, oder? Ah. Was stand hier nochmal drauf? 4 rechts, 3 links, 3 rechts. Okay. Ah, okay. Das 4. von rechts wahrscheinlich. Das 6. von links. 1, 2, 3, 4, 6. Und das 3. von rechts. Oh, lol. Habe ich das vorher nicht bemerkt? Magdalene Roberts, Charles Mutter, stirbt im Alter von 68. Krankenhaus erklärt Herzinfarkt zur Todesursache. Magdalene Roberts starb letzte Nacht im Alter von 68 Jahren. Sie hatte ihren Sohn Charles Roberts in Paynes Creek besucht, als ihr Herz stehen blieb. Dorothy Patterson, ein Hausmädchen auf dem Anwesen, klopfte um 7 Uhr an Magdalenas Tür. Weil es keine Antwort gab, ging sie davon aus, dass Magdalene noch schlief. 2 Stunden später reagierte Magdalene immer noch nicht auf das Klopfen, da bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Sie rief Bernard Hopkins, den Butler, der kam und die Tür öffnete, um Magdalene aus dem Bett, auf dem Bett liegen vorzufinden. Sie atmete nicht. Er rief sofort die Polizei. Dr. Johnson, der Familienarzt und Leiter des Paynes Creek Community Hospitals, kam gegen 9.30 Uhr auf dem Anwesen an und erklärte Magdalene Roberts für tot. Dr. Johnson zufolge hatte Magdalene Roberts wahrscheinlich einen Herzinfarkt irgendwann in der Nacht. Genauere Diagnosen stehen noch aus, aber Magdalenas Tod war höchstwahrscheinlich eine Folge von hohem Blutdruck und ihrem fortgeschrittenen Alter. Vermutlich. Vielleicht aber auch nicht. Charles Roberts wieder. 11. Juni 74. Heute wurde unsere Tochter geboren. Wir haben sie Trisha genannt. Vivian hat einen Kaiserschnitt bekommen. Ich bin nur froh, dass Mutter und Kind wohlauf sind. Dafür danke ich Gott. Ich bin so glücklich, dass wir ein Baby in der Familie haben. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue. Aber gleichzeitig mache ich mir Sorgen, was Mutter sagen wird, wenn sie herausfindet, dass das Baby ein Mädchen ist. 16. August 74. Vivian wurde heute zum 2. Mal dieses Jahr ins Krankenhaus eingeliefert. Das 1. Mal wegen des Kaiserschnitts. Dieses Mal wegen ihrer Psyche. Dr. Johnson hat mir gesagt, ich darf sie nicht besuchen, bis sie sich stabilisiert hat und bereit ist, mich zu sehen. Was soll ich tun? Mom will einen Jungen, aber es ist nicht mehr sicher für Vivian, wieder schwanger zu werden. Manchmal fühle ich mich verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meistens fühle ich mich einfach nur einsam. 16. November 74. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Immer wenn Sophia Trisha babysittet, hört sie mir bei allem zu, was ich zu sagen habe. Ich kann offen sprechen. Sie hat niemals meine Entscheidungen in Frage gestellt. Ich habe das Gefühl, sie versteht mich. Bei ihr finde ich Trost, sowohl spirituell als auch körperlich. Ich habe einfach nie gedacht, dass ich eine Beziehung mit ihr haben könnte. Was soll ich jetzt tun? 6. Juli 75. Ich habe einen Namen für unser Kind. Wir werden ihn Vincent Roberts nennen. Ich schreibe ihn in mein Testament. Sophia scheint sich, so gut es geht, vor Vivian zu verstecken. Selbst ich habe sie seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Ich frage mich, wo sie sein könnte. 3. Mai 74. Vivian hat kaum gesprochen, seit sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Dr. Johnson sagt, sie sei vollständig geheilt, aber es würde etwas dauern, bis sie ihren alten Rhythmus wiederfindet.
Ich habe das Gefühl, unsere Beziehung hat sich verschlechtert oder ist irgendwie dauerhaft beschädigt worden. 17. Juni 74. Ich liebe Trisha und ich weiß, dass Vivian es auch tut. Ich kann nur hoffen, dass der Wunsch meiner Mutter nach einem Enkelsohn nicht Vivians Liebe für Trisha beeinflusst. Ich hoffe, sie hegt keinen Groll gegenüber Mutter. Lieber Charles, gestern habe ich einen Brief von Dorothy bekommen. Sie hat mir alles erzählt. Was hast du getan, mein Sohn? Weiß Vivian davon? Hast du überhaupt über die Konsequenzen deiner Handlungen nachgedacht? Was mit dieser Sophia? Was wirst du mit ihr machen? Du hast einen Fehler gemacht und du musst die Verantwortung für das übernehmen, was du getan hast. Verstehst du das? Du kannst sie nicht zur Frau nehmen. Du hast schon eine. Dieser Skandal darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Er wird deine politische Karriere zerstören. To be honest, mittlerweile ist es, muss man nicht quasi fremdgehen und so eine Art Mensch sein, um Politiker überhaupt sein zu können? Also mittlerweile gehört das doch schon fast untrennbar dazu. Das Kind ist aber wichtig. Er ist dein Fleisch und Blut und könnte der Sohn sein, den du brauchst, um die Familie weiterleben zu lassen. Ich werde dich besuchen kommen. Sag Vivian noch nichts davon. Ich kümmere mich darum, sobald ich ankomme. Liebe Mom. Und wen haben wir denn da? Sophia. Jetzt sieht sie doch ein bisschen aus wie das Mädchen, das Geistermädchen, oder? Diese weißen Haare und der Pony. Ich glaube, das ist sie. Das ist doch Sophia. Oh. Okay. Das war also der Raum mit den geheimen Informationen. Aber es war nicht der Raum, wo das Kreuz rein muss. Und jetzt ist halt die Frage, können wir mit unseren Zahlen was anfangen? Ergibt es vielleicht einen Sinn mit irgendjemand, wo irgendjemand geboren ist? Nee, das könnten wir höchstens 1700 machen. Ich würde noch einmal kurz schauen. Ich habe einen Namen von uns, das wäre 1975. 6. Juli. Nee. Da passt leider nichts. Also ich hatte zumindest schon überlegt, ob für den Code das Geburtsdatum von Vincent bzw. Scott vielleicht in Frage kommen würde. Den sechsstelligen Code. Okay. Aber es ist immer so ein Greifen nach Strohhalm, aber... Das wäre... Okay. Gut, gut. Dann geht's erstmal weiter für uns zum Haus von Dorothy. Ich weiß leider immer noch nicht so ganz, was wir mit Scotts Kellerschlüssel machen sollen, weil hier gab's keinen Keller, ne? Mal ganz kurz gucken, weil der wäre ja dann auch an so einer Treppe mit drin. Die endet hier. Und auch sonst macht keinen Sinn. Also, ich wüsste wirklich nicht, wo. Aber sie sprachen auch noch von einem geheimen Raum beim Jagdhaus. Da bin ich ja auch ein bisschen überfragt. Da gab es zwar einen Raum. Ach, meint ihr, dass es da vielleicht in den Keller geht? Und dass das der Schlüssel von Scott ist? Das könnte natürlich noch sein.
Wir sind jetzt hier. Black Pine Road. Und hier dieses schöne Haus gehört Dorothy. Sehr schön. Und meint ihr, wir werden in der Küche wieder enttäuscht? Ein neues Heim, ein neues Leben im Herzen der Stadt. Wir sind stolz darauf, anderen bei der Erfüllung ihrer Träume zu helfen. Die meisten Menschen wollen einfach nur die Leben ihrer Liebsten absichern, ohne sich ständig Sorgen machen zu müssen, was alles schiefgehen könnte. Wir helfen ihnen dabei, ihre eigene Geschwindigkeit festzulegen, ihre Freiheit zu beschützen, neue Freundschaften zu schließen, ihren Interessen zu folgen und den besten Service zu erleben, den man ihnen bieten kann. Sie können sich darauf verlassen, dass wir ihnen auf jede erdenkliche Art und Weise behilflich sein werden. Und ihnen das Gefühl geben, dass immer jemand da ist, der ihnen hilft. Das Ziel des Managements von Payne's Creek Retirement ist es, eine Schulter zum Anlehnen zu sein für jedermann. Wir helfen ihnen dabei, die richtige Methode und den richtigen Zeitraum auszuwählen und wir werden diese Schritte mit ihnen gemeinsam gehen. Ich war ein wenig nervös, als ich in diese Stadt zog, aber seitdem ich hier wohne, fühle ich mich wie zu Hause. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Kyla Pearson. Okay. Nicht sonderlich spannend hier. Mal wieder. Den Garten dürfen wir nicht. Dürfen wir mit dem Schlüssel, den wir nicht mehr haben. Februar 1975. Charles hat mich heute um etwas gebeten. Er hat gefragt, ob ich bereit wäre, bei Sophia zu bleiben. Er wolle ein Haus unweit des Anwesens vermieten. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne helfe, aber dass Sophias Schwangerschaft früher oder später auffallen wird. Sowas kann man nicht verstecken. Ich schien sehr besorgt zu sein. 6. Februar 75. Charles kam zu mir und hat mir dafür gedankt, dass ich mich um Sophia kümmere. Er sagt, er würde alle anfallenden Kosten übernehmen und ich soll mit niemandem über das reden. Was Sophias wachsenden Bauch betrifft, wenn es soweit ist, werde ich mir etwas ausdenken, weshalb sie Erledigungen außerhalb von Payne's Creek machen muss. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. 6. April 75. Sophia ist im 8. Monat schwanger. Ihr Bauch ist ganz schön groß geworden. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Sie sagte, sie ist glücklich und voller Hoffnung für die Zukunft. Sie sagt, es wäre am besten, wenn das Baby ein Junge wird. Ich kann verstehen, warum sie das so sieht, aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie Vivian sich bei all dem fühlen wird. Was werden die Konsequenzen sein? Das stimmt allerdings. Schriften von Reverend Keith. Okay. Okay. Das ist ein sehr seltsames Badezimmer. Wie Tee. Sage ich nur same. Same Dorothy. Helping and serving others in the name of God. Oh. Kontrastprogramm. Wobei, die Wanne sieht aber nicht sehr tief aus. Ja, gut. Auch wieder Pillen. Aber gut, die gibt es halt in Amerika auch immer so im, keine Ahnung, 200er-Pack, ne? Ja, hier ist leider zu, oder was? Meint ihr, in der Kirche ist dieser Geheim... Ach, ich weiß wirklich nicht, wo. Wo soll man denn in der Kirche auch auf diesen Dachboden kommen? Ich bin sehr verwirrt bei vielen Dingen. Na gut. Ich glaube,
Mehr haben wir hier gerade nicht. Das hat uns jetzt mit Informationen schon ein bisschen weitergeholfen, aber jetzt nicht unbedingt. Warte, ich sollte ja auch Dorothy fragen wegen dem Werkzeug, ne? Ich dachte eigentlich, wir finden bei Dorothys Haus irgendwas wegen diesem fehlenden Werkzeug vom Fotografen. Ah, wir haben noch diesen Uhrenschlüssel. Hier geht's nur wieder zum Krankenhaus. Gehen wir noch mal zur Jagdhütte vielleicht? Kleine Mikro-Ruckler hier immer. Weil es sieht schon unterkellert aus, oder? Und vielleicht ist das dann tatsächlich der Kellerschlüssel dafür. Tatsächlich. Das ist ja interessant. Nur ein Tagebuch, mehr nicht? Das ist ein bisschen enttäuschend. Montag, 14. Februar 94. Tischer hat mir am Valentinstag Schokolade gegeben. Ich habe die Marke noch nie gesehen. Die muss teuer gewesen sein. Ich bin noch nicht fertig mit der Musikbox. Ich hatte gehofft, sie würde ihr Valentinstagsgeschenk sein. Ich gebe sie ihr später. Hoffentlich kann sie mir vergeben. 18. Februar 94. Es ist eine Weile her, seit ich mit Pater Matthew gesprochen habe. Nach der Sonntagsmesse fragte er mich immer, wie es mir geht, aber ich ignoriere ihn so gut es geht. Ich weiß, das ist nicht richtig. Ich muss einen Weg finden, mich mit ihm zu vertragen. Dienstag, 19. April 94. Das Gras wächst wie verrückt in letzter Zeit. Überall ist Unkraut und Andrew ist nicht da. Eigentlich ist er schon eine ganze Weile nicht mehr hier gewesen. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Ich sollte ihn morgen nach der Arbeit besuchen. Freitag, 23. September 94. Ich sollte Andrew zur Arbeit abholen, als ich ihn bewusstlos auf dem Boden vorgefunden habe. Neben ihm lag eine leere Flasche Schlaftabletten auf dem Tisch. Ich habe sofort den Krankenwagen gerufen. Die Krankenschwester sagt, es sei Andrews dritter Selbstmordversuch. Sie ist froh, dass ich ihn rechtzeitig retten konnte. Eine Stunde später und er wäre tot gewesen. Ich weiß nicht, warum Andrew Selbstmord begehen wollte. Was ich weiß, ist, dass er einsam ist. Er braucht einen Freund. Mittwoch, 28. September 94. Heute habe ich Andrew im Krankenhaus besucht. Er wurde aus der Notaufnahme verlegt und erholt sich ganz gut. Als ich Obst schnitt, erzählte er mir seine Geschichte. 1972 gab es ein Hausmädchen, das im Anwesen arbeitete. Ihr Name war Sophia. Sie war jung, arbeitete hart und hatte eine großartige Persönlichkeit. Sie wurde von vielen geliebt. Nachdem sie einige Jahre dort gearbeitet hatte, begann sie jedoch eine Affäre mit Charles. Ein Kind wurde geboren. Als Vivian das herausfand, war sie wütend und warf sie aus Payne's Creek heraus. Was danach mit ihr geschah, war eine Tragödie. Am 26. Juni 1975 um 23 Uhr konfrontierte Vivian Dr. Johnson und Andrew Sophia. Ein Kampf brach aus. Sophia fiel und schlug mit dem Kopf gegen eine nahegelegene Wand. Sie bewegte sich nicht mehr und Dr. Johnson stellte ihren Tod fest. Sie hatte sich das Genick gebrochen. Niemand wusste, was zu tun war. Vivian bat Andrew daraufhin, sich um die Leiche und ihr Baby zu kümmern. Andrew tat, was er tun musste, um Vivian zu beschützen. Nach dieser Nacht schworen sie sich, niemals mehr jemandem von diesem Vorfall zu erzählen. Bevor ich ging, fragte ich Andrew, wie der Name des Babys war. Er sagte, es hieß Vincent. Als ich das Krankenhaus verließ, konnte ich Andrew nur bemitleiden. Er hat ein verworrenes Leben gelebt und das hat man gemerkt. Ich hoffe, die Zeit kann seine Wunden heilen. Wenn Emma wüsste, dass dieses Hausmädchen seine Mutter war. Okay. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Werkzeug oder sowas.
Haben wir hier... Ah, ja. Okay, Leute. Und jetzt? Das ist crazy. Scotts Geheimnis.